Ich habe immer das Gefühl, irgendetwas zu verlieren, hat sie mal zu mir gesagt. Ich war damals noch in der Mittelstufe und ich konnte im Grunde nicht verstehen, was sie damit meinte. Aber dennoch haben mich ihre Worte seltsam berührt. Wahnsinn! Ist das ein Flugzeug? Ja. Aber es ist nur für zwei, oder? Ja, seit der 8. Klasse sind wir dabei. Sag mal, wisst ihr schon, wo ihr damit hinfliegen wollt? Zu dem Turm. Willst du mitkommen, Sayuri? Was? Geht denn das? Gut, dann ist es versprochen, ja? Ja. Ja, versprochen. Ich träume immer wieder von einem Turm. Ein seltsames Gebilde. Auf dem einen stehe ich selber und um mich herum gibt es noch unendlich viele davon, die genauso aussehen. Das Schlimme ist, dass ich es nicht schaffe, diesen Ort zu verlassen. Ich bin ganz allein dort und sehr, sehr einsam. Und immer, wenn ich das Gefühl bekomme, dass sich mein Herz bald auflösen wird, sehe ich ein weißes Flugzeug am Himmel. Ich träume so oft von Sayuri. Immer denselben Traum. Sie ist allein an einem menschenleeren Ort. Sie weiß nur noch, was wir uns versprochen haben. Und in dem Traum habe ich ihr das Versprechen noch einmal gegeben, mit ihr zum Turm zu fliegen. Ich glaube einfach nicht, dass das alles nur ein Traum ist. Nach so langer Zeit tauchst du hier auf und erzählst mir was von deinen Träumen. Das geht mir ehrlich gesagt ganz schön auf die Nerven. Das Problem ist, dass du zu sehr in der Vergangenheit lebst. Ich werde dir helfen zu vergessen. Entweder Sayuri retten oder die ganze Welt. Dieser Turm symbolisiert das Unerreichbare, das Unveränderbare. Und solange wir so denken, wird sich in dieser Welt tatsächlich nichts verändern.